meine Lieben und zurück zu einem neuen Video. Ich habe mir überlegt, ich nehme euch heute so ein bisschen mit über mein Wochenende und vlog so ein bisschen, weil meine Freundin Sabi kommt heute vorbei und wir sehen uns in dieser schwierigen Zeit mal. Die ganzen Regeln sind ja jetzt ein bisschen lockerer wieder geworden, beziehungsweise man darf ja Freunde sehen und ich habe für mich die Entscheidung jetzt getroffen, dass ich dann auch sie noch sehen möchte. Ich habe dann ja noch meine beste Freundin gesehen gehabt. Das habt ihr vielleicht auf Instagram gesehen. Aber auf jeden Fall kommt Sabi nachher vorbei. Und heute bin ich 2 Jahre vegan. Und das wollten wir so ein bisschen feiern. Und deswegen nehme ich euch so ein bisschen über den Tag hinweg mit. Und es ist auch das Ende vom Monat Mai. Deswegen dachte ich, vielleicht passt das auch so ein bisschen, einen kleinen, wie ich mich für den neuen Monat vorbereite, euch da ein bisschen mitzunehmen. Also falls ihr Bock habt, auch ab und zu mal einen Vlog zu sehen als zusätzliches Video, dann lasst mich das gerne wissen. Und ansonsten darfst du mich gerne abonnieren und mir einen Daumen nach oben geben. Das hilft mir persönlich, dass mein Kanal wächst und mehr Leute mich sehen. Außerdem was anderes ganz Tolles mal. Ich habe mich heute geschminkt und ich finde, man fühlt sich so viel frischer und gleich hübscher irgendwie. Oder ja, auf jeden Fall, wenn man sich mal zurecht macht. Und das tut gerade so. Alles, was ich brauche. Und da ist ein Viech reingefallen. Cheers. Ich liebe Matcha. Es ist jetzt ein paar Stunden später, seitdem ich das letzte Mal gevloggt habe. Aber ich habe mich ein bisschen im Garten entspannt und ein paar Podcasts angehört. Und es hat richtig gut, einfach mal nur in der Sonne zu liegen und was anzuhören und so für sich zu sein. Weil irgendwie habe ich immer das Gefühl, man muss produktiv dabei sein und irgendwas anderes noch machen. Deswegen bin ich meistens in einer gefahren oder habe mich irgendwie bewegt oder sowas. Aber es tut so gut, einfach mal nur da zu liegen und nichts zu machen und was anzuhören. Aber Sabi kommt auf jeden Fall in einer Weile und ich muss noch das Bett beziehen, weil sie hat leider eine Katzenhaarallergie und ich habe eine Katze. Und jedes Mal, wenn sie dann vorbeikommt, ich erwinde es. Will ich davor mein Bett einfach komplett abziehen und für sie frisch beziehen und waschen, damit auf keinen Fall Katzenhaare da sind und dass es für sie angenehmer ist mit ihrer Allergie. Müsste man nicht einfach so schnippen und... Tada! Ich finde, es macht immer so einen Unterschied, wenn man sein Bett macht und dann freut man sich gleich viel, viel mehr, da heute Abend drin zu schlafen. Ich weiß nicht, wenn ich ein frisch gemachtes Bett habe, dann starte ich irgendwie viel, viel lieber in den neuen Monat. Und ja, ich habe euch da letztes Jahr auch meine Ordnungsroutine gezeigt, dass ich das immer am Anfang des Monats mache. Und heute ist ja quasi Anfang bzw. Ende des Monats. Freue ich mich schon richtig drauf. Sie ist hier! Juhu! I'm back home! Finally wieder vereint! Yay! Freue mich. Ich mich auch. Wieder da zu sein. Wir freuen uns voll, weil heute ist ja mein 2-jähriges veganes Anniversary. Echt jetzt? Ja, heute. Heute? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Danke. Wow, wie cool. Ja. Das wäre schon gewesen. Nein, heute. Deswegen habe ich ja gesagt, heute müssen wir was Geiles zum Essen machen. Oh, krass. Ja, wir machen auch was Gutes. Wir machen nachher Nachos mit... Oh, wir zeigen es euch, aber ich freue mich so. Geht der Bono mal. Beste. Ja, ich habe mich sogar extra für dich zurecht gemacht und geschminkt heute. Ich hab's gesehen und ich komme wie ein Gamma. Aber wir gehen jetzt in deine Freunde, interessiert mich. Ja, wir versuchen jetzt uns noch zu bewegen. Ja. Frische Luft schon. Okay. Was? Nein! Alter, du bist einfach auf mir. Oh mein Gott. Das ist ein krasses. Ich habe das bei meinem Dad voll oft machen müssen. Ich habe das ja nie gehabt, dass jemand aufgestanden. Nein. Das hat immer richtig geknackt. Nicht geknackt. Nein. Oh. Okay, wir machen jetzt Essen. Wir haben Hunger. Let's go. Gut. Da drin sind jetzt schon unsere Nachos. Und Sabi brät uns hier oben so... like Döner an. Das hat meine Mama uns mitgebracht. Und dann haben wir hier noch so eine Tomatensauce selbstgemachte, Guacamole, Tomaten und noch Mais und Kidneybohnen. Und dann stapeln wir das so ein bisschen. Yum! Hunger. Meine Mom hat sich zum Grillen mal so eine Bratwurst noch gekauft zum Ausprobieren. Ich wollte es auch probieren. Ich finde, das sieht so gruselig einfach aus, weil das nach Bratwurst schon so riecht.
Ich bin schockiert. Schmeckt nach Tier. Ich finde es nicht so geil. Schmeckt nach Tier. Es geht, aber die Incredible ist tausendmal besser. Nur ein bisschen. Oh, da ist auch so Haut dran und sowas. Oh, hör auf, ist das auch wirklich vegan? Ja, die ist mir gar nicht wirklich geguckt. Boah, das riecht schon. Das riecht richtig really krass. Nö, nee, gell? Da bin ich raus. Verwurscht. Boah, es ist ein Nein. Oh mein Gott, das sieht so geil aus. Oh mein Gott, Leute, wir sind so happy. Es sieht so gut aus. Meine Schüssel, Sabis, sie mag nämlich keine Guac. Und ansonsten hier unser Setup. Und da schauen wir gleich was an. Was schauen wir an? Können wir das sagen? Twilight. Ich habe Sabi gefragt, ob wir Twilight gucken können mal wieder. Ja, aber das ist cool. Ich freue mich drauf. Ich auch. Das ist so. So, das macht man nicht immer. Ja. Guck mal, das ist cool. Aber ich finde es halt so witzig. Ich habe ja letztes Mal jemanden gesehen, wie jemand anderes in der Story gesagt hat, dass sie Twilight schaut. Und dachte, oh mein Gott, ich liebe solche old Flashbacks, um mal sowas wieder anzugucken. Ja. Ich freue mich jetzt auch drauf. Okay, let's begin. Mmh. So geil. Der Winkel ist richtig flattering. Mhm. Mmh. Oh mein Gott. Mama. Das ist richtig lecker. Wir können es empfehlen. So easy zu machen. Mach das nach. Aber jetzt schauen wir mal unseren Film an. Mhm. Und genießen unser Essen. Bis später. Wir haben jetzt den Film fertig geschaut. Und es war für mich ein leichtes Stresslevel teilweise. Auf jeden Fall, ich glaube, ich habe das erst einmal oder zweimal geschaut und Sabi hat das. Die kennen den Film auswendig. Aber das hat mich teilweise so gestresst. Ich musste danach auch zur Beruhigung erstmal ein bisschen Entspannungsmusik hier anmachen. Und dann habe ich ein Singkonzert Sabi gegeben. The only human. And I'm free when I fall down. I'm only human. Also falls man mich buchen möchte. Ich bin das Unterhaltungsprogramm. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall schlafen. Und ich glaube, ich nehme euch morgen noch so ein bisschen mit. See you tomorrow. Es ist jetzt der nächste Morgen und Sami und ich haben gerade Sport gemacht. Und ich wollte euch noch zeigen, wie ich so am Wochenende meine nächste Woche ein bisschen plane und wie ich so meinen Morgen gerade immer starte. Mache ich hier das 6-Minuten-Tagebuch. Ich habe das so, dass es bei mir perfekt auf die Woche passt, dass ich dann hier so eine Wochenreflexion habe. Und ja. Das schreibe ich dann ein bisschen auf und dann steht immer hier eine Herausforderung am Anfang der Woche. Und meine beginnt quasi dann immer am Sonntag und das fülle ich dann jetzt ein bisschen aus. Ich finde, es ist eine schöne Sache, so seine Woche auch zu starten und sich so, oder generell seinen Tag und ein bisschen Gedanken zu machen, was man denn so vorhat und wofür man dankbar ist und ja, sich so ein paar Ziele auch zu setzen. Und ich versuche das auch für mich gerade so ein bisschen zu implementieren, dass ich 3 Ziele für die Woche setze. Das finde ich irgendwie eine ganz schöne Idee, dass man so sich ein paar gesunde Habits implementiert und darauf Fokus setzt. Ja, das war's. Sabi ist jetzt auch gegangen und kennt ihr das, dass ihr euch nach dem Duschen jetzt fragt, sollte ich meine Haare waschen oder nicht? Weil irgendwie lohnt sich es halt noch nicht so ganz und ich wollte eigentlich joggen gehen, aber sie hat mich heute Morgen ja auch zu einem Workout motiviert. Aber ich habe heute jetzt noch vor, meine Badesachen zu waschen, also Handtücher und sowas, das möchte ich immer einmal in der Woche wechseln. Eventuell noch ein bisschen ausmisten, weil ich habe sie heute Morgen nach einem Rat gefragt, zu einem Oberteil, was ich angezogen habe, weil ich mich irgendwie nicht mehr so ganz in dem, wie ich fühle. Und deswegen dachte ich mir so, ich gehe auf jeden Fall meinen Kleiderschrank noch mal ein bisschen durch. Das kommt aber auch noch in einem anderen Video online. Ich schaue halt ein bisschen so, bin ich das gerade noch, will ich das wirklich? Weil irgendwie möchte ich mehr gerade meinen Style finden. Und diese ganzen alten Klamotten, das bin nicht mehr so zum Großteil ich. Man möchte halt auch irgendwie nicht so Geld ausgeben oder neue Sachen kaufen oder sowas. Aber ich fühle mich einfach in den Sachen nicht mehr happy. Und irgendwann ist es dann, glaube ich, auch Zeit, dass man sich was Neues kaufen darf. Und ich habe mir halt auch immer so diesen Druck gemacht, ja, dass ich diesem ganzen Jahr gerecht werden muss mit dem Minimalismus, dass ich das nicht darf und dass ich eigentlich nicht so viel konsumieren sollte und sowas. Aber wenn mich die anderen Dinge ja alle nicht mehr so wirklich glücklich machen, dann ist es auch okay, sich mal neue Klamotten zu kaufen. Man kann ja auch, man braucht ja auch Klamotten, man darf sich ruhig was kaufen. Und vielleicht geht es euch ja ähnlich und vielleicht können wir uns ja gegenseitig ein bisschen unterstützen und motivieren, manchen Dingen nachzugehen und nicht so starken Druck auf sich selber auszuüben, weil ich tendiere dazu, mir sehr großen
Druck zu machen und sehr viel Druck zu machen, weil ich in die Erwartungen von mir selber, die ich mir selber auflege, denen zu entsprechen, die man halt auch so aus diesen Szenen kennt, was man auch denkt, das muss man jetzt machen, aber man es einfach teilweise nicht ist und deswegen, keine Ahnung, vielleicht versteht ihr es gerade auch gar nicht, was ich hier so ramble, aber irgendwie wollte ich das gerade ein bisschen mit euch teilen, weil ich mir in letzter Zeit sehr viel so Druck mache und ich das irgendwie loslassen möchte und hinter mir lassen möchte. Könnt mir ja mal sagen, wie es euch so mit Druck und so Sachen geht. Es ist jetzt schon um einiges später und ich habe gerade noch ein bisschen ausgemistet und Klamotten abfotografiert und auf Kleiderkreise reingestellt. Und ich finde, es braucht immer so, so lange. Ich habe jetzt 20 Minuten nur fürs Hochladen gebraucht. Ich habe parallel ein YouTube-Video angeschaut. Aber nur so als kleines Update. Ich drücke mich da auch immer sehr davon. Ja, das ist so, was ich gerade die letzte Stunde quasi wirklich gemacht habe. Falls ihr das dann Ganze sehen wollt, das kommt in einem anderen Video online. Dann könnt ihr euch das anschauen. Da habe ich das so ein bisschen zentraler alles vom generellen Ausmisten gerade. Das wollte ich jetzt nicht hier noch auch mit reinpacken. Deswegen schaut da gerne vorbei. Aber ansonsten werde ich jetzt wahrscheinlich kurz ein bisschen rausgehen, chillen und dann nachher weiter also meinen Monat einläuten und das euch noch so ein bisschen zeigen. Heute ist jetzt offiziell 1. Juni und ich dachte, ich zeige euch noch ein bisschen, was ich so mache, wenn ich mich auf den nächsten Monat so quasi vorbereite. Und das geilste Gefühl ist überhaupt, heute ist Montag, eine neue Woche und der erste Monatstag. Es kann nicht besser sein gerade irgendwie. Auf jeden Fall habe ich mir heute so Planer ausgedruckt, weil ich habe keinen Bullet-Journal. Und irgendwie hatte ich jetzt irgendwas gebraucht gerade und gibt es auf jeden Fall sehr viele Süße auf Pinterest. Aber die sehen so aus und ich habe mir jetzt einfach rausgeschrieben, wann ich meine Prüfungen zum Beispiel habe und wann ich dann was anfangen will zu lernen. Und wenn ich Termine habe oder sowas, möchte ich das da eintragen. Ich habe nicht so eine krasse Struktur, dass ich das immer eintrage. Vor allem jetzt zu der Zeit kann man ja sich nicht mit Freunden treffen und was machen. Aber ansonsten habe ich das teilweise auch am Computer gehabt, um einfach zu sehen, wann ich mit wem was machen möchte, wann ich Videos planen möchte, wann ich was filmen möchte, damit ich einfach so einen groben Überblick habe und nichts vergesse. Und dann haben die da auch noch so einen schönen Plan, so einen Wochenplan. Und da habe ich mir jetzt einfach auch eingeschrieben, was ich heute zum Beispiel machen möchte, was morgen ansteht. Und das versuche ich jetzt ein bisschen strukturierter meine Woche zu machen, damit ich ein bisschen mehr Ordnung habe und mich ein bisschen produktiver fühle. Und ich finde, ein großer Gamechanger ist, wenn man sich jeden Abend oder morgen, je nachdem, wann man halt die Zeit dazu hat, sich eine To-Do-Liste aufschreibt, was man wirklich machen möchte. Und ich schreibe da auch so Kleinigkeiten drauf wie Haare waschen, habe ich heute gemacht, weil es ist einfach so schön, um es abzuhaken. Und man fühlt sich dann gleich viel, viel besser oder rausgehen, Spaziergang zu machen, weil ich finde, es hilft, sich noch aufzuschreiben, was Selfcare-mäßiges, damit man was Gutes für sich tut und nicht nur Dinge, die man produktiv machen muss. Ansonsten habe ich hier noch mein Journal. Da versuche ich eigentlich monatsweise immer was aufzuschreiben. Das heißt, ich verabschiede mich quasi vom alten Monat und schreibe dann rein zum Beispiel meine 3 Highlights aus dem Monat. Dann, was ich gelernt habe, eine bestimmte Quote, die mich sehr berührt hat. Und dann begrüße ich quasi den nächsten Monat und dann möchte ich mir so Ziele immer setzen für den Bereich Gesundheit, Business, Beziehung und Persönliches. Und dann schreibe ich mir einfach drauf auf, worauf ich besonderen Fokus legen möchte. Und dann schreibe ich noch Affirmationen auf, worauf ich mich freue quasi. Also so, als ob ich die Sachen schon habe. Und dann macht es umso mehr Spaß, wenn man sie am Ende des Monats oder wenn man den nächsten Monat einleitet, das durchzulesen, ob das dann geklappt hat. Das sieht dann immer anders aus. Also entweder sah es einmal so aus, so. Aber das sind so ein paar Kleinigkeiten, die ich versuche, am Anfang eines Monats zu machen, um ein bisschen so eine Struktur reinzubringen und ein bisschen Ordnung für mich zu haben. Das ist jetzt nur so casual im Vlog gewesen. Falls ihr das mal ein bisschen in einem schöneren Setup haben möchtet, dann lasst mich das gerne wissen, dann kann ich das gerne mal abdrehen. Und falls euch so eine Art Vlog gefallen hat, lasst mich das gerne wissen, dann könnte ich sowas öfters mal machen, wenn sich eine gewisse Möglichkeit bietet, wenn ich was unternehme, wenn eine Freundin hier ist, auch mal so ein Wochenend-Vlog, damit ihr mal seht, was ich generell so am Wochenende mache. Oder falls euch da irgendwas interessiert, das könnte ich so als Zusatzvideo machen. Und ansonsten danke, 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 dass du mein Video geschaut hast. Ich habe euch unglaublich lieb und ich bin so dankbar, dass du mein Video schaust und ein Teil meiner Community bist. Das macht mich wirklich so, so happy. Deswegen danke. Lass mir gerne einen Daumen nach oben geben, einen Kommentar da lassen und mich abonnieren. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Juni. Hab eine tolle Woche, hab einen tollen Tag. Ich drücke dich ganz fest und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!